Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Two Point Campus und wir wollten uns die Karriereziele angucken und das machen wir jetzt auch in der Folge. Nicht nur das werden wir machen, aber das zum Beispiel werden wir machen. Forschungsstudenten aufsteigen. Okay, dann geht das auf 1000. Davon haben wir auch 100 geschafft. Verdiene 1 Million und entwickle 100 neue Freundschaften. Sehr schön. Hier sind wir kurz vom Ziel. 22 Liebesbeziehungen von 25 haben wir. Und wir gehen jetzt mal noch mal ein bisschen sachter daran. Und dann gucke ich mal, wo ich da rankomme. Campus-Übersicht, Kredite. Wo komme ich denn da hin? Kalender. Weiterbildung. Das wird uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal freigeschaltet. Campus-Übersicht. Kann ich das hier sehen? Was sehe ich denn hier überhaupt? Akademische Übersicht, okay, also wie viele Studien, wie die abgeschlossen haben, die Studierenden. 33 bei Forschologie. Ja, Ergebnisse im Durchschnitt. Dann sieht man hier die Verteilung, wie gut die sind. Die schlechtesten sind halt so. Hier sind die schlechtesten auch da. Das ist eigentlich ganz nice. Da kann man hier mal gucken. Mitarbeiterübersicht. Hier haben wir die Studentenübersicht. Die Finanzen. Hier haben wir Hinweise. Und hier haben wir Mitarbeiter. Und da können wir hier auch sagen, Personal kriegt ein Gehalt, also 1% Gehalt mehr. Ah, hier oben sind die Karriereziele. Hier oben sind die. Okay. Ziele verbergen kann man theoretisch auch machen. Bestenlisten. Könnte man auch gucken, dann sieht man noch mal, wie andere Leute hier abgeschlossen haben. Ich weiß gar nicht, sind das jetzt richtige Spieler oder sind das einfach nur. Das sind wahrscheinlich einfach nur NPCs, ne? Wie wir das auch schon mal hatten. Und dann kriegt man hiervon dann die. Von den vier Universitäten kriegt man dann die Auszeichnung am Ende des Jahres. Alrighty. Okay. Guti, dann werden wir mal weitergehen. Die sind hier fleißig am Studieren. Die Bib ist jetzt auch nicht mehr allzu voll. Aber ja. Es beginnt ja jetzt auch bald wieder die neue Vorlesungszeit. Herausforderung abgeschlossen. Kummerkasten. Jawohl. Gut, dann gucken wir nochmal hier, ob wir hier irgendwas machen können. Arcade-Tisch für zwei Spieler, den können wir zum Beispiel freischalten. Kriegen wir den vielleicht hier drüben noch rein? Nee, müssen wir hier rein machen. Vielleicht nehmen wir dafür das hier weg. Und bauen dann den Arcade-Tisch hier rein. So, und dann können die hier zocken. Jawohl. Nice one. Sehr schön. Jetzt sehe ich aber auch mal den Hausmeister, wie er hier gießt. Und wir müssen natürlich gucken, ob die Hausmeister das überhaupt noch alles schaffen, ob die da hinterherkommen. Siehst du, hier wüsste ich nämlich zum Beispiel gerne, was heißt das hier? Ist das von der Person oder ist das von dem Raum? Ich glaube, das ist von der Person, ne? Wo ist da DNS benötigt? Ah ja, okay. Kriegen wir das noch schnell hin, dass wir das irgendwo finden? Wo ist da DNS benötigt? Hier für 10 Kudosch. Ich meine, das könnten wir ja einfach hier hinknallern, ne? So. Und dann starten wir das Ganze wieder. So, und jetzt müsste dir. War das die? Das müsste die gewesen sein, ne? Ja. Dann wird die besser, oder was? In der Leistung. Und wenn wir das jetzt nicht machen, das würde ich jetzt mal austesten. Wenn wir das jetzt nicht machen. Kriegt er dann weniger Lernkurve? Nee, aber er kriegt halt nicht mehr.
So würde er halt mehr eine größere, also eine bessere Lernkurve bekommen. Okay, dann spulen wir mal weiterhin vor. Wir wollen ja jetzt irgendwann auch mal fertig werden mit unseren ersten Studierenden. Wir könnten natürlich dann wieder neue aufnehmen, bla bla bla, aber wir wollen ja jetzt hier mal die Uni auf 3 Sterne abschließen. Belohnung einfordern, jawohl. Kriegen wir nochmal Kudosch und hier kriegen wir... Was haben wir hier? Schließe 100 Aufgaben in folgendem Raum ab. Bibliothek. Sehr schön. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten. Was haben wir hier? Überschattet von Schulden. Hier ist was kaputt. Okay. Hausmeister rufen. Haben wir. Und wo kommt er? Kommt der Hausmeister? Die drücken sich da erstmal. Hallo, Corona-Regeln. Abstand bitte. Dass die auch ihren... Räumen die ihren eigenen Scheiß nicht weg? Ich meine, das muss doch irgendwann, merkt man doch, das ist versifft. Aber der Hausmeister muss hier sogar eine Dose wegräumen. Mein Gott. Wenn Sie mich fragen, ist stumpfsinnige Wiederholung. Ja, die bekommen hier nichts mehr. Die müssen jetzt ihren Abschluss so schaffen, wie er ist. Wann kommt denn hier mal der Hausmeister, Alter? Ich glaube, ich habe doch das Gefühl, unsere Hausmeister sind hier ein bisschen überfordert. Wir werden mal... Der ist ja insane. Carlton Spanner. So, du kannst dich gleich mal hier drum kümmern. Und füllt die sogar auf. Hey, du sollst ihn da machen. Oh nee, du sollst ihn doch da... Och, Dude. Hab dich doch extra geholt, dass du den Automaten da reparierst. Jetzt gießt er dir erstmal Blumen. Junge, da. Jetzt sind hier 3 Hausmeister drin, oder was? Ne, 2. Und er geht wieder raus. Er ist einfach daneben, könnte es einfach direkt machen und er geht raus. So ein Honk, dafür habe ich dich... Naja, ach, komm, scheiße. Auf den Bänken hier habe ich auch noch nie jemanden gesehen, ne? Die wollen sich einfach nicht den wunderschönen Baum hier angucken. Das finde ich ein bisschen fies. Aber gut. Idee ist, what it is. Was hat der hier? Der hat eine Erleuchtung. Lernkurve 195%. Die Moni. Unterhaltung, gut befreundet. Ah, da zählt das auch mit rein, dass man hier Freundschaften hat. Ah, nee. Ah, doch. Zählt da mit rein. Stimmung ist sehr gut. Okay, das ist nice. Was ist das hier eigentlich? Gesundheit? Da ist Gesundheit. Sind die alle ungesund? Oder was? Es kann sein, dass ich ja dadurch, dass ich die ganzen... Ach, man kann ja auch nach Studienjahr sortieren. Oh, perfekt, sehe ich ja jetzt erst. Weil sind die alle so ungesund? Weil die ja alle nur Fastfood fressen? Aber der ist doch auch gesund. Welche Sachen bringen denn Gesundheit? Das wüsste ich ja mal gerne. Also die hier bringen minus Gesundheit, ne? Nee, der bringt plus Gesundheit. Der Hotdog-Stand. Der auch. Ist Gesundheit Essen? Nee. Gesundheit ist doch nicht Essen, das macht doch keinen Sinn. Guck mal, hier haben wir ja Essen. Und Gesundheit plus, da musst du deinen Hotdog fressen? Oder also. Ach, das macht Gesundheit minus. Die Automaten sind nicht gut, aber die Verkaufskiosks, die sind gut, oder was? Aha. Okay, nice to know. Das heißt, diese Automaten, die sind zwar nice für den Durst und für den Hunger, geht auch schnell, aber die sind nicht gesund. Aber die Kioske sind gesund. Ist die Mehrzahl von Kioske? Keine Ahnung. Oh, lila Bänke. Ah, das ist für drinne. Okay. Ah, die sind ja auch cool. Die müssen wir dann beim nächsten Mal bauen. In der nächsten Uni. Tag der offenen Tür. Ja, wir bauen jetzt hier nichts mehr. Tut uns leid, aber hier kommt jetzt nichts mehr hin. Bilanz, sehr schön. Haben wir nochmal Plus gemacht. Alrighty. Also, die schnellste Geschwindigkeit ist schon heftig, da kommt man gar nicht mehr hinterher. Das machen wir jetzt natürlich nur, weil wir das Studienjahr so schnell wie möglich abschließen wollen. Und die letzten... Kurse laufen. Die letzten Vorlesungen. Sehe ich hier eigentlich, ob das Vorlesung ist? Ach, VR-Labor. Vorlesungssaal 3. Also in irgendeinem Vorlesungssaal müssten noch welche sein. Hier, ja.
Ja, 2 von 3. Okay. Ja, dann haben wir ja gleich unsere Absolventen. Dann sind wir nämlich gleich durch. Und dann haben wir unsere ersten Absolventen. Das ist natürlich nice. Und dann schauen wir mal, wie es gelaufen ist. Okay, das heißt, das Spiel hat eine sozusagen wie eine Sommerpause. Da kann man dann bauen. Und dann geht es aber richtig los. Und da sollte man dann am besten nicht so weit vorspulen. Und wir haben es geschafft. Die Sternebewertung auf 3 Sterne erhöht hier in Freshly Meadows. Trotzdem ein ziemlich respektabler Erfolg. Wären wir hier nicht im Two Point County, dann würden wir den Umstand, dass jemand seinen Job mit so viel Schwung und Elan macht, vermutlich nicht so überschwänglich feiern. Aber wir sind nun mal, wo wir sind. Ja. Und wir haben damit jetzt eine Glühbirnenstatue, die hier vorne schon stand, als wir angefangen haben, falls ihr euch erinnert. Haben wir jetzt freigeschalten. 30.000 Money haben wir bekommen und 200 Kudosh. Und Takam Frog's Bridge ist jetzt doch sehr, die Sommerpause ja, ist die perfekte Zeit für Bauarbeiten. Sehr gut gelaunt. So, und jetzt haben wir eine Sommerpause und trotzdem kann man die Zeit das irgendwie laufen lassen. Jahr ist nun vorbei. Und wir gucken uns nochmal die Auszeichnung an. Bestandenrate, jawohl. Wir haben 10 Abschlüsse, ne, die 10, die jetzt von Anfang an dabei waren, die jetzt im dritten Studienjahr waren. Im 6. Semester, die haben jetzt ihren Abschluss geschafft. Prüfungsnotendurchschnitt 85%, ist also nochmal um 1% gestiegen. Und Beziehungen haben wir bekommen. Campus des Jahres haben wir bekommen. Und das war's wieder. Jawohl, sehr schön. Das heißt, 54 Studenten bleiben bestehen. Karte des County, tolle Arbeit. Freshly Meadows verfügt nun über eine erstklassige akademische Einrichtung. Rufe im Pausenmenü die Karte auf und entscheide, wo du als nächstes dein Lager aufschlagen, dein Campus errichten willst. Gut, und theoretisch, Campusanforderungen sagen uns immer nur, wie viel wir brauchen. Werden die immer höher oder richtet der sich da nach irgendwas? Whatever. Wahrscheinlich, weil wir jetzt so viele Studierende haben, dass wir dann immer mehr Sachen noch brauchen. Aber die haben jetzt ihren Abschluss. Ja? Das war äußerst anstrengend. Das werden wir nicht noch einmal tun. Anders als all diese ideenlosen Doppelt- und Dreifach-Wiederkäuer, wissen wir bei Radio Two Point nämlich, wann einer Sache Genüge getan wurde. Na, guck mal, die haben sogar so ein Hütchen auf. Weil sie jetzt promoviert haben. Haben ihren Bachelor abgeschlossen. Und Tschüssikowski. Die sind happy. Und der denkt sich hier nur so, Alter, ich muss noch. Obwohl, du bist schon im zweiten Jahr, also ganz chillig. Bist ja auch bald fertig. Und da gehen sie runter. Verlassen nach 3 Jahren dann endlich auch mal unseren Campus. Sehr nice, ja, wir haben es geschafft. Wir sind einmal durch mit den Erststudierenden, die warten, und haben es jetzt auf 3 Sterne geschafft. Das heißt, für mich gibt es hier erstmal nichts weiter zu tun. Natürlich könnte man das Ganze noch optimieren, ne? Man könnte alles schöner bauen. Aber wir wollen ja natürlich auch weitergehen. Und deswegen gehen wir mal zurück zur Karte. Ne, nicht zu der. Wie kommen wir denn hier zurück zur Karte? Da. Speichern und verlassen, jawohl. Und dann gehen wir nämlich jetzt zur nächsten Karte. Hier haben wir 3 Sterne erreicht, sehr schön. Campusstufe war am Ende 14. Ah, siehst du, ich wollte eigentlich noch gucken, was die Absolventen für eine Note gehabt haben. Aber ist ja egal, die haben es geschafft, mein Gott. So, wo geht's denn weiter? Hier geht's weiter. Und zwar im... Ist das... Nee, Piazza Lanatra. Piazza Lanatra. Redenze, preisgekrönte Speisen und hilf Kulinarik-Studierenden, die Gefahren der gehobenen Küche zu verdauen. Okay, Stadtkapital ist 250.000. Ich glaube, wir hatten... Ah, es gibt gerade mal 4 Plazas momentan, okay. Oder 4 Standorte. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten über und fangen mal hier an. Ne? Wir haben ja noch die Hälfte der Folge vor uns. Das heißt, da ist ja noch genug Zeit. Aber es sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Also hier so ein Plaza in der Mitte. Ist schon nice.
Hat schon noch mal was anderes. Dum, dum, da, auf dem da, da. Feld der Gastronomie gibt es eine Menge zu lernen. Allem voran, dass es sich dabei gar nicht um ein richtiges Feld handelt, wobei man bei all dem Gemüseanbau und dergleichen durchaus viel Zeit auf den Feldern verbringt. Ich will hoffen, dass die geistige Nahrung, die ich hier auf dem Präsentierteller serviere, auch auf fruchtbaren Boden fällt. Nun denn, es wird Zeit für etwas Musik. Ich weiß gar nicht, wie man immer so eine Stimme aufnehmen kann. Das ist, also, holy shit. Okay, der erste Gang. Willkommen in Piazza Lanatra, wo es nicht nur malerische Plätze, sondern auch vorzügliche Plätzchen gibt. Die Studierenden wollen sich in dieser für ihre Kochwettbewerbe bekannten Stadt beweisen. Doch beim Leben am Herd wird man häufig erst in viel Schweiß gebadet, ehe man dessen Früchte ernten kann. Werden sie unter dem Licht der Scheinwerfer eingehen oder entstehen im Druckkochtopf Diamanten? Studiengang-Infos, Gastronomie, Studentenaufnahme 10, wie wir es auch schon hatten. Und uns hilft DJ Sue Chef. Hallöchen, ich bin DJ Sue Chef und du findest meine Restaurantbar Rockin' Knollen direkt hier in Piazza Lanatra. Ich bin hier, um deine Studierendenschaft zu einem ergötzlichen Eintopf des Lernens zu verquirlen. Willkommen in der Welt der Kulinarik. Das wird einfach köstlich. Alrighty. Auf geht's, würde ich sagen. Was müssen wir machen? Wir müssen erstmal die Campus-Anforderungen erfüllen. So, wir brauchen erstmal eine herzhafte Küche. Können wir das hier? Ah, hier können wir ein Campusgebäude bauen, theoretisch. Okay. Guti, dann weiß ich ja Bescheid fürs nächste Mal. Dann kann ich nämlich hier ein Campusgebäude bauen. Dann hätte ich da nämlich auch noch ein Gebäude bauen können. Und hier sind die Einrichtungen. Gut, herzhafte Küche brauchen wir. Kostet 30.000. Ich will das diesmal ein bisschen besser planen. 6x6 ist hier, glaube ich, zu groß. Und hier würde 6x6 auch ein bisschen zu groß sein. Ich glaube, wie viel sind denn 6 hier? Und das schon 6? Das wären schon 6. Dann hätten wir hier einen doofen Raum. Nee, machen wir woanders hin. Dann machen wir das hier in die Ecke. Dann machen wir hier 6x6. So. Oh ja, eine große Tür. Wie machen wir es dann? Dann würde ich hier einen Durchgang machen und die Tür hier rein. Machen wir das so. Und dann können wir hier so einen Gang machen noch. Uiuiui. Das ist ein riesiger Herd. Was kochen die denn hier, ey? Gut, der geht aber so auf. Das heißt, wenn wir den so hier aufstellen, wäre doch am nicesten, oder? Oder müssen die auf der anderen Seite stehen? So hier wäre, glaube ich, am schlausten, ne? Aber dann guckt der so weit in den Raum rein. Machen wir mal so hier. Und was brauchen wir denn noch? Was haben wir denn noch? Wir haben auch eine normale Tür. Ja, Doppeltür wie im Fernsehen, das braucht man schon. Spülstation. Wir brauchen jemanden, der hier spült. Ja, es ist wieder soweit. Machen wir mal hier. Hier haben wir die Kochstation. Was haben wir hier noch? Hackstation und Rezeptstation. Okay, also erst am Ende müssen wir spülen. Davor kochen wir. Davor schneiden wir. Und davor guckt sich jemand mal das Rezept an. So. So sieht es nämlich aus. Ich sag's ja immer wieder, dumme Fragen werden mit dummen Antworten beantwortet. So, und in der Küche soll es natürlich schön hell sein. Deswegen kommen ja auch schöne große Fenster rein. So, nämlich. Sehr schön. Okay. Ganz wichtig, Desinfektionsspender. Bevor wir hier anfangen zu kochen, wenn wir hier reinkommen, wird sich Hände desinfiziert. So sieht es nämlich aus.
Beim Hacken fällt ja auch öfter mal. Oh. Fällt ja auch öfter mal Müll an. Das muss man natürlich beachten. Und deswegen kommt hier noch ein Mülleimer dazwischen. Häufige Fragen. Nein, es gibt Steht keine der in der Wand? Verlängerungen. Nee. Okay. Na, da muss man ja dann den Abfall auch mal wegwerfen. Was haben wir hier? Schrank mit Behältern. Oh ja, der ist eigentlich auch wichtig. Den könnten wir eigentlich, wenn wir den hier in die Ecke stellen. So, und dann stellen wir den Schrank mit Behältern hier hin, damit die Leute das dann da rausholen können. Ja, was brauchen wir in der Küche noch? Natürlich auch nochmal ein Pflänzchen, damit es nicht ganz so trist aussieht. Und das war es dann eigentlich schon auch in der Küche. Was haben wir hier? Eine Rührstation. Können wir jetzt aber gar nicht einbauen. Steht der hier eigentlich? Steht alles so, wie es soll, ne? Ja, okay. Erinnerung an alle Studierenden. Unsere erste Küche. Ach, guck mal, Licht die muss man eurer noch Mutter. befeuern mit Kohle. Geil. Okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das sieht aus hier wie so eine Mario-Röhre. Aber das ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Da kommt die Hitze raus oder was? I don't know. Die Zutaten werden hier automatisch reingepumpt. Naja, whatever. Die Pfannen sehen ein bisschen unrund aus, aber ist ja auch vollkommen okay. So, Vorlesungssaal. Hier ist so eher die Praxisecke. Und dann hätte ich hier so einen Vorlesungssaal hingeschallert. Ja, machen wir ruhig 5x4. Und wie machen wir das? Machen wir am besten so hier, dass das hier steht und die sitzen dann hier gegenüber. Und dann machen wir hier vorne die Tür rein. Orientierungswoche von unserer Studienexpertin Maggie Watmore. Zack. Whiteboard, Trete ganz allen wichtig. möglichen Clubs bei, um keine potenziell wertvollen Campus-Erlebnisse zu verpassen. Leider führt das zu vielen Terminüberschneidungen. Aber wenn man schnell genug rennt, bekommt man von allem ein bisschen mit. Klar ist, Das dass man stimmt, man entführt muss wird, immer bis schnell später genug oder zu rennen. früh geht. Aber das Das Wichtigste ist ist doch, dass wahr. man überall einen Eindruck hinterlässt. So, wir machen mal hier schön Häufige große Fenster Fragen. rein. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. Deswegen war mein Essen kalt. Ah, shit. Hätte ich das gewusst. So, ein paar Fensterchens. Bringen wir den Saal noch auf 4? Kriegen wir noch hin irgendwie. Oh, Surround Sound. Das ist ja cool. Die will ich ja unbedingt haben. Nice one. Kann man die hier schon so schön in die Ecke machen? Boah, geil. Das feiere ich ja. Dann kann man nämlich den Dozenten besser hören. Der bräuchte hier noch ein Mikrofon eigentlich. Nice one. Ja, das ist doch ganz ansehnlich. Achso, die Farbe hätten wir hier noch ändern können. Machen wir hier mal rot. So. Sieht ein bisschen aus wie im Kino jetzt. So, relativ wenig Studierende, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ne? Hat der Raum eigentlich auch eine Kapazität? Hat er tatsächlich. Studium geht es nur bergab. Oh, okay, da müssen wir dann noch drauf achten. Weil wenn wir nur 8 Zimmerkapazität haben, es aber 10 Studierende gibt, das ist ja dann ein bisschen RIP, aber die machen nicht alle gleichzeitig, ne? Die teilen sich das ja auch auf. Das heißt, da müssen wir noch nicht ganz so drauf gucken. Okay, und dann brauchen wir noch einen Gastronomie-Dozent. Und da haben wir hier Benji Tamakadam. What the heck? Oder Sian Affig. Ständig Durst, ständig Hunger, ist auch doof. Startet jeden Tag mit einer Dose Burp. Weiß ich nicht. Wir nehmen mal ihn hier. Benji Tamakadam. Oder Tamak Adam. Könnte ja auch so heißen. So, Studiengang. Jawohl, können wir vorher erst Erinnerung nichts an machen. alle Studierenden.
Und dann starten wir mal das Studienjahr. Ah ne, wir starten noch nicht das Studienjahr. Quatsch. Wir müssen ja erstmal auch noch für die Studierenden alles bauen. Einen Schlafsaal müssen wir noch bauen. Eventuell würde ich ja sogar alle Studiensachen hier reinmachen. Oh, muss ich das Schöne hier abreißen? Ist ja frech. Und das Wohnheim für die Studierenden würde ich vielleicht sogar hierhin machen. So. Wollen wir nämlich das Wohnheim hierhin? Kann man vorspulen. Und dann haben wir das nicht in einem Gebäude. Das wäre, glaube ich, ganz nice. So, und schon ist es fertig. Zack. Und wir können hier... Achtung, wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten. So sieht es nämlich aus. So, jetzt besitze ich das auch. Wir sind wieder da und haben für euch einen Sonderbeitrag über die Orientierung. Vor die Tür kann ich das nicht machen, das ist natürlich doof. Aber was ich machen könnte... Die Einführungswoche stellt uns alle vor unzählige Entscheidungen. Nee, ich will ja hier noch einen Raum machen. Daran erinnern, dass keine davon wichtig ist. Findet ihr die Karte? Natürlich ist das noch nicht zusammen. Sowas ups. Überbewertet? Guck mal, jetzt konnte ich den Raum auf einmal bewegen. Ganz spontan Volleyball oder Backgammon gespielt? Spaß muss man doch nicht organisieren. So. Der Campus wird erweitert. So. Mehr als gewöhnlich. Und dann müssen wir halt hier die Eingangstür machen. Hier kriegen wir aber keine Doppeltür rein, ne? Hier kriegen wir nur eine Tür rein. Machen wir die hier in die Mitte. Ja, weil wir können den Eingang nicht benutzen. Und dann machen wir das Ganze hier als Schlafzimmer. Das wäre jetzt so meine Idee. Das wäre auch mal ganz nice. Das fühle ich eigentlich. So, wir bauen erstmal, wie gesagt, das Gebäude. Ah ne, wir brauchen erstmal alle Gegenstände, die man haben muss. Dann bauen wir einmal das rein und einmal einen Schrank rein. Was nehmen wir hier für einen Schrank? Weiß? Weiß. Wo das, das Holz vom Bett ist dunkel. Da müssten wir eigentlich passend dazu das hier nehmen. So, und dann können wir das erstmal starten. Und jetzt kann ich das so bauen, wie ich das möchte. Einmal das Bett hier hin. Dann haben wir nämlich hier einen schönen großen Raum, in dem wir dann auch noch erweitern können. Studierende werden Ach, Quatsch. Gebeten, sich selbst zu finden. Den Raum möchte ich bearbeiten, bitte. So. Jawollo. Zack, zack. Reicht erstmal. Wir haben ja nur 10 Studierende. Und dann lassen wir hier so einen kleinen bisschen Platz. So. 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 Ja, dann haben wir erstmal das. Die Trennwand würde ich ganz gerne kaufen, die wir hier hatten. Können wir die hier hin machen? So. Studierende werden gebeten, sich großartig zu amüsieren. Können wir hier eigentlich? Können wir das hier zumachen? Nee. Okay, dann machen wir das einfach nur so und die können dann da reingehen, aber dann ist das ein bisschen abgeschottet. Abgeschottet. Aber zu viel Milch ist äußerst ungesund. Obwohl, wir wollen da auch noch die Schränke reinmachen, ne? Dann mache ich so, dass dann jeder hier neben seinem Bett so einen Schrank bekommt. Machen wir die Schränke hier, die Betten hier zur Seite. Und dann bekommt jeder hier so einen Schrank daneben. Aus dem Holz, hatten wir ja gesagt, kommt jeder hier so einen Schrank. Und dann machen wir das nächste Bett. So, und dann kommt wieder der nächste Schrank. Ne? Damit jeder dann hier so seinen Schrank hat. Ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. So. Was bringt der Schrank? Bringt er überhaupt irgendwas?
Hört nirgendwo hin. Eigentlich brauchten wir keinen Schrank, aber sieht halt nice aus. Okay, das Ganze machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Und dann werden wir hier unser erstes Studienjahr hoffentlich in der nächsten Folge schon starten. Ja, bis dahin. Macht euch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.